Ich bin momentan hier im schönen Wattland, im Valais de Joux. Das Wochenende am geniessen, mich am erholen. Ich beende. Spitzensport RS zu Macklingen, mir geht es tiptop. Es ist eine super Trainingsmöglichkeit dort. Zur Zeit bin ich die Saison am planen, was alles wird auf mich zukommen. Grosses Problem, das ich momentan habe, sind die finanziellen Sorgen, die durch die Corona-Krise recht schwierig sind. Wir schauen jetzt kurz zurück, was in diesem Winter passiert ist und was noch auf mich zukommen wird. Nach der guten letzten Saison und dem super Training hier in der Spitzensport-RS zu Macklingen, tue ich mich vorbereiten für die nächste Saison. Direkt nach der RS fange ich mit dem Gletschertraining an und Ende Oktober haben wir schon die ersten Qualifikationsrennen intern und durch das habe ich extrem wenig Zeit, jetzt noch zu arbeiten. An diesen Qualifikationsrennen ist es mein Ziel, unter den Schweizer den Schritt in die Weltcup zu schaffen und an den Weltcup-Rennen Fuss zu fassen. Gebt mir doch bitte einen Daumen hoch auf der Raiffeisen-Seite der Lokalhelden. Und nicht dann freue ich mich natürlich über jeden einzelnen Batzen, der reinkommt. Für mich ist jeder Franken wichtig, dass ich die Saison gut finanzieren kann. Geht baden, geniessen die Sonne und ich danke nochmal allen zusammen, die mich unterstützen. Tschüss zusammen!